Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Heute bin ich etwas überdreht, denn ich habe kein Rülpsvideo für euch, sondern etwas Besseres. Ich werde die Couch, die ihr im Hintergrund seht, zerstören. Und zwar mit Hilfe von Muskelkraft, einem Messer und ein Augenblick noch eine Schere. Los geht's! So, das ist die Couch. Noch ist sie ganz. Aber jetzt nicht mehr. Und ich fange an, sie zu zerstören. Okay, da das jetzt ein bisschen länger dauert, überspringen wir jetzt den Teil. Die erste Etappe ist geschafft. Jetzt geht's an die nächste. Da ich jetzt beide Hände brauche, überspringen wir jetzt auch mal den Teil. So, jetzt ist die Couch komplett freigelegt. Jetzt schneide ich die Bänder durch. Oh, sind schon durchgeschnitten. Aber hier noch nicht. So, überspringen wir jetzt auch mal. So, machen wir nur mit der Vorderseite weiter. Hier habe ich schon ein bisschen angefangen, damit es im Video einfacher zu schneiden ist mit der Nagelschere. Jetzt per Muskelkraft entfernen. Und schon kommt die gute Füllung. Und die ziehe ich alles raus. So, ich glaube, dafür brauche ich auch wieder beide Hände. Überspringen wir auch mal den Teil. So, die erste Lehne ist schon mal hinüber. Jetzt geht es an den ersten Sitz ran. Und da steche ich schon mal ein. Und wie es aussieht, brauche ich da wieder beide Hände. Ach, ihr kennt das ja schon. Überspringen. Nun sehen wir die tiefsten Geheimnisse der Couch. Und wieder etwas zum Zerschneiden und auseinanderreißen. Ihr kennt das ja. So, da das große Couchteil zu aufwendig ist, mache ich erstmal mit der Ecke weiter. Ja, mit einer Hand wird das nichts, also muss ich wieder überspringen. Menno. So, die Ecke ist nun auch freigelegt. Nun trennen wir die Couch endgültig weiter. Hier seht ihr schon mal die ersten Abfälle von der großen Teil. Und nun geht's hinten weiter. So, hinten habe ich nun mal schöne Fortschritte gemacht. Nun geht es wieder nach vorne. Und hier das große Ding zu zerstören. Wird gleich gemacht. So sieht jetzt die Ecke von der Couch aus. Kein schöner Anblick. Nun sehen wir noch das kleine Teil von der Couch. Und das wird in Kürze genauso aussehen wie das hier. Und los geht's. Ihr kennt das ja. Ich überspringe wieder den Teil. Die Couch ist nun aufgeschlitzt. Jetzt bekommt ihr mal was zu sehen. Okay, doch nicht. Nur aber. So. Die Geheimnisse der Couch. Federn. Und sonst nichts weiter. So, hier noch ein kleinerer Fortschritt. Jetzt geht es nach hinten. Ach ja, die Lehne habe ich auch noch abbekommen.
Wie gesagt, mit einer Hand ist es so schwierig. Überspringen. Damit ihr auch mal was zu sehen bekommt. Das Innere der Couch. Muss doch alles durchtrennt werden. Ich melde mich später nochmal zurück. Nun seht ihr mich mal endlich wieder. Im Hintergrund ist der ganze Abfall von der Couch-Verschrottung. Und jetzt muss ich mir erstmal eine Puddingpause gönnen. Ich brauche Zucker. So, die Puddingpause ist vorbei und es geht weiter. Wie gesagt, mit einer Hand ist es schwierig. Ach, ihr kennt das ja schon. Überspringen. So, ein bisschen weiter vorangeschritten bin ich. Aber auch nicht so nennenswert. Aber ich will euch mal wieder was zeigen. Ich will nämlich hier unten zerschneiden. Oh, was ist das denn? Ein 5-Euro-Schein. Geil. Mit der Verschrottung der Couch werde ich auch noch reich. Also eine Verschrottung der Couch kann sich schon durchaus lohnen. Ach ja, jetzt habe ich doch vergessen, ein bisschen hier reinzuschneiden. Da das hier deutlich einfacher ist, kann ich das hier auch deutlich einfacher demonstrieren. Auch mit einer Hand. Oh. Vorsicht ist geboten. Mit zwei Händen bin ich schneller, aber das Video ist auch mal da, um euch mal was zu demonstrieren. Wie ich eine Couch verschrotte. Ich glaube, das reicht erstmal zum Demonstrieren. Den Rest überspringe ich mal einfach. Bitte um Verständnis. So, endlich ist mal ein größerer Fortschritt zu verzeichnen. Und zwar sind die ersten Holzbefestigungen abgerissen. Und es ist eine Frage der Zeit, bis ich den Rest noch irgendwie schaffe. Aber das ist jetzt zu brutal und das kann ich leider auch nicht filmen. Also überspringen wir's. Jetzt seht ihr mich mal mit Muskelkraft. Okay, mit dem Fuß will's doch nicht. So, ich zeige euch mal wieder Muskelkraft. Oh, verkehrte Seite. Ich dussel. Jetzt geht's der Couch mit der Muskelkraft nach unten. Oder auch? Na gut, besser als nichts. So, dieser Couchrest wird jetzt auf den Boden befördert. Na gut, so habe ich dir das nicht vorgestellt. So, die Spannung steigt. Wie sieht die Couch jetzt aus? Trommelwirbel bitte. Das ist die Couch. Verschrottet. Nicht gerade platzsparend. Aber den Spaß musste ich mir einfach mal erlauben. Denn die Couch wäre so oder so in den Sperrmüll gelandet. Und so hat sie doch wenigstens für etwas Unterhaltung gesorgt. Und für ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal.
Aber das nächste Mal gibt es definitiv ein Rülps-Video. Und bis dahin... Oh, wartet, eine Sache habe ich noch vergessen. Ja, die Sache war es.